Jetzt kommen wir zu diesem, wie fange ich an? Worauf muss ich achten? Wirklich auf praktischen Teil, also Modul Nummer 5, richtig kommunizieren. Richtig kommunizieren meine ich natürlich sowohl schriftlich als auch Normalkommunikation, weil das ist nur die Form, in der man kommuniziert. Wichtig ist, die Geschwindigkeit anzupassen. Das heißt, wenn Sie ein aktiver Mensch sind und Sie schreiben viel und gern und viele Fragen und Sie haben diese Zeit, mehrmals am Tag die E-Mails zu schreiben oder mehrmals am Tag die Nachrichten, WhatsApp zu schreiben, und dann merken Sie, die Frau antwortet nicht so oft. Manche Männer interpretieren das als Desinteresse, aber das ist nicht so. Die Frauen haben ehrlich gesagt schwierigeres Leben als die deutschen Männer hier. Es gibt im Grunde genommen keine geregelte Arbeitszeit. Internet ist nicht bei allen Frauen gut. Und dann, wenn die Frau irgendwo bei der Arbeit ist, dann hat sie vielleicht auch keine Zeit und keine Möglichkeit, die Nachrichten zu schreiben. Oder vielleicht ihre Sprachkenntnisse sind nicht so gut und dann muss ich überlegen, was sage ich, was erzähle ich, was kann ich dem Mann erzählen. Es können wirklich viele Gründe sein, wieso die Frau etwas seltener antwortet. Oder vielleicht, das ist die Eigenschaft der Dame, dass sie nicht so viele Nachrichten braucht. Deswegen meine Empfehlung ist, die Geschwindigkeit anzupassen. Ich habe gestern eine interessante E-Mail bekommen. Der Mann schreibt mit meiner Kundin seit einen Monat und er hat gesagt, ja, Xenia, ich habe dein Video gesehen, ich habe die Geschwindigkeit angepasst und seitdem funktioniert alles perfekt. Weil er war derjenige, der mehr Text braucht und die Dame ist diejenige, die eher zurückhalten und ja, sie braucht weniger Informationen. Aber seitdem der Mann sich angepasst hat, es funktioniert perfekt und wenn nicht Corona, dann hätten sie sich getroffen. Aber jetzt warten die beiden mit Ungeduld darauf, bis alles vorbei ist. Die Geschwindigkeit anzupassen und Textlänge anzupassen. Also wie gesagt, wenn Sie einer, der wirklich ganz aktiv, ganz viel und über den Tag und viele Sätze und viel Text schreibt und von der Dame kommen ein paar Sätze zurück, dann ist wahrscheinlich so, die Frau ist ja ist nicht vielleicht Typ, die so gern schreibt. Versuchen Sie dann mit dieser Dame einen Videoanruf zu vereinbaren. Vielleicht ist die Dame einfach zum Quatschen da, zum Reden da, aber sie schreibt nicht gern. Also ich bin zum Beispiel so einer. Für mich Schreiben ist absoluter Wahnsinn. Ich spreche lieber mit den Menschen als zu schreiben, weil durch Kommunikation, durch Stimme, durch Scherze kann man doch viel mehr vermitteln, als ob man schreibt. Wenn Sie mit der Dame einen Anruf oder Videoanruf vereinbaren, dann vereinbaren Sie natürlich auch die Zeit. Ich habe jetzt eine Beschwerde für einen Mann oder wegen eines Mannes. Er hat einige Kontakte bekommen und dann hat er die Damen einfach ohne Warnung, ohne zu fragen, einfach mit Video angerufen. Und manche Damen auch über die Nacht. Stellen Sie vor, die Dame steht morgen auf und sieht, ja, okay, verpasste Videoanruf in der Mitternacht. Bei einer hat er auch so geschrieben, ja, ich habe dich angerufen, du hast nicht geantwortet, du wohnst mit einem Mann. Sie hat ihm gesagt, weißt du, aber eigentlich nachts schlafe ich. Also irgendwie, wieso muss ich, also ich muss wirklich mit diesem Mann nochmal darüber reden. Aber wieso ruft man an, ohne einen Anruf, besonders Videoanruf zu vereinbaren? Das verstehe ich. Das werde ich wahrscheinlich nicht verstehen. Also wenn Sie, meine Empfehlung, wenn Schreiberei nicht in dem Tempo abläuft, was für Sie okay ist, versuchen Sie einen Videoanruf oder einen Telefonanruf zu vereinbaren. Es könnte sein, dass die Dame ist wirklich die Person, die gerne redet und nicht so gern schreibt. Akzeptieren Sie bitte die Tatsache, dass am Anfang der Beziehung, vor dem Treffen, ich meine alles nur vor dem Treffen, der Mann zeigt mehr Initiative. Das bedeutet, es ist absolut in Ordnung für die Russen, dass der Mann mehr schreibt, dass der Mann öfter schreibt, dass der Mann vielleicht mehr Fotos schickt. Durch diese Handlungen zeigt der Mann sein Interesse. Und was wichtig in dieser Kommunikation ist,
durch kleine Gesten, wirklich durch kleine Gesten, fragen, wie geht's dir? Wie kann ich dir vielleicht helfen? Oder vielleicht manchmal Blümchen schicken. Oder vielleicht kleine finanzielle Hilfe anbieten, wenn sie merken, die Frau hat wirklich steckt wirklich in finanzielle Schwierigkeiten. Also kleine, ich meine wirklich klein, was für sie nicht schmerzhaft ist. Durch diese kleinen Geste können sie wirklich sehr viel erreichen. Viele Frauen beschweren sich, also nicht viele, manche Frauen beschweren sich, ja, weißt du, Xin, ich habe ihm gesagt, bei mir ist diese Schwierigkeit und ich habe Probleme jetzt bei der Arbeit oder mein Lohn wurde gekürzt wegen Corona, aber er erzählt mir wirklich, wie sein Tag auf dem Balkon so toll war und wie er sein Leben genießt und er ist so ein toller Typ. Ich stecke hier in finanziellen Schwierigkeiten und ich kämpfe wirklich hart, um für mich und für mein Kind was zu verdienen. Und er hört das gar nicht und erzählt mir über sein tolles Leben in der Quarantäne, rote Weine auf dem Balkon und das Leben genießen, weil sein Verdienst gesichert ist in Deutschland und ihr Verdienst in der Ukraine ist gar nicht gesichert. Also durch kleine Gesten, also ich erwarte von denen nicht, dass sie Tausende von Euro nach Russland oder in die Ukraine schicken, aber wenn sie merken, die Frau wohnt wirklich ganz ärmlich und sie sagt, ja, okay, weißt du, ich habe jetzt kein Geld für Internet, dann schicken sie 20, 30 Euro. Von diesem Geld werden sie nicht arm, nicht reich, aber vielleicht dadurch zeigen sie der Dame, dass sie wirklich Interesse haben. Dazu habe ich wirklich einen Bonus-Ratschlag für Sie vorbereitet. Also wirklich ganz, ganz interessanter Fakt. Wieso mit diesen kleinen Gesten, wieso mit den Geschenken, wieso mit irgendwas füreinander tun, reden Männer und Frauen aneinander vorbei. Wirklich ganz interessant, wie die Männer und die Frauen auf die gleiche Situation reagieren. Bei den Männern, wenn er was für die Dame gemacht hat, ich weiß nicht, Blumen gekauft, das Auto gekauft, Müll rausgebracht, mit dem Kind Hausaufgaben gemacht. Bei den Männern gibt es ein Punktsystem. Das Auto gekauft kostet so viele Punkte. Und ich möchte ganz gern für diese Anzahl von Punkten auch Gegenpunkte von den Damen bekommen. Sagen wir Gegenleistung, Aufmerksamkeit und ja, schönes Essen. Also irgendwie, ich habe das und das gemacht und ich erwarte Gegenleistung von den Damen für diese Anzahl von Punkten zurück. Müll rausgebracht, vielleicht so viel. Mit dem Kind Hausaufgaben gemacht, vielleicht etwas mehr. Und dann habe ich ihrer Mutter geholfen. Das ist vielleicht so Anzahl von Punkten. Und der Mann, weil der Mann in seinem Kopf meine Anzahl von Punkten, die ich in die Beziehung investiert habe, und ich möchte die gleiche Anzahl von Punkten zurückbekommen. Bei uns funktioniert es anders. Bei uns Frauen funktioniert es anders. Bei uns jede Handlung hat einen Punkt. Das bedeutet, der Mann bekommt für jede Tat einen Punkt. Egal, ob er Hausaufgaben mit dem Kind gemacht hat, egal, ob er Müll rausgebracht hat, egal, ob er Blumen gekauft hat, das ist alles nur ein Punkt. Und der Mann geht davon aus, ich erwarte für Hilfe deiner Mutter, ich weiß nicht, 5 Punkte. Aber die Frau gibt nicht 5 Punkte, sondern ein, weil für uns eine Sache ein Punkt und mehr ist nicht. Und am nächsten Tag, man vergisst, also wir vergessen wirklich, was gestern gemacht worden war und wir erwarten von dem Mann die schon wieder diese gleiche Anzahl von guten Taten in der Familie, also wir erwarten wieder unsere Bonuspunkte. Deswegen es kommt manchmal zu Missverständnis, weil der Mann erwartet für seine Blumen vielleicht ja etwas mehr, aber für die Dame einen Blumenstrauß, einen Punkt am nächsten Tag, also alles schon verloren gegangen. Also man vergisst über den Blumenstrauß und der Tag fängt von vorne an. Also das ist wirklich so, das ist psychologisch bewiesen und deswegen, also das ist einfach ein Fakt. Also ich kenne das in Deutschland auch nicht anders. Ein Geschenk ist eine Gabe ohne Erwartung einer Gegenleistung. Ich habe doch gesagt, also viele Sachen, die ich erzähle, das hat eigentlich mit Nationalität nichts zu tun. Also